Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Ausgabe von OrgaTV. Wie immer jeden Mittwoch live um 18.18 Uhr. Es ist kaum zu glauben, es ist bereits unsere siebte Sendung, Leute. Genau, und dieses Wochenende war ja das Pfingstwochenende und wir hoffen natürlich, dass ihr trotz des Regens die paar Tage, die wir hatten, genießen konntet und dass ihr mit frischem Elan und mit guter Laune in die neue Woche gestartet seid. Richtig, und diese Woche ist auch fast schon wieder vorbei, denn es ist ja schon Mittwoch. Das heißt, wir würden jetzt sagen, es ist Bergfest und morgen ist schon Vizefreitag. Und schwuppsdiwupps steht mit dem Freitag auch schon das neue Wochenende vor der Tür. Das heißt für uns alle, nur noch zweimal schlafen und schon haben wir wieder unser Wochenende. Wir sagen natürlich, hoch die Hände! Wochenende! Genau, also ich muss sagen, 4 Tage arbeiten und den Rest der Woche frei, das kann man doch öfter haben. Oh oder? Ja, definitiv. Ich hätte nichts dagegen. Auf jeden Fall. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, um was es heute bei uns geht. Und zwar zeigen wir uns euch heute den dritten Stereotypen der Generation Z. Und zwar geht es bei uns heute um den YouTuber. Und wir zeigen euch heute in unserer Kategorie Z-Style sogar gleich 2 ganz leckere Kochtutorials. Und zwar ist das erstens etwas Herzhaftes und zweitens etwas Süßes für unsere Naschkatzen da draußen. Außerdem war am vergangenen Wochenende das Großevent die Emmys in St. Louis. Und genau damit beginnen wir jetzt auch. Theresa, die Fakten bitte. Sehr gerne doch. Die Emmys ist eines der größten Volksfeste im Südwesten und gehört zu den angesagtesten und begehrtesten Sommerevents im Saarland überhaupt. Am Wochenende hat die Emmys ihr 50. Jubiläum gefeiert und lockte natürlich wie jedes Jahr wieder zahlreiche Partygäste an. Unser lieber Frederik und unser lieber Bastian waren live mit dabei. Und was die alles so erlebt haben und was die Partygäste so zu erzählen hatten, das zeigen wir euch jetzt im ersten Teil unseres Videos. Emmys 2017, wir interviewen die Besucher hier auf dem großen Markt. Jetzt ist Johannes bei uns. Johannes, ist es deine erste Emmys oder bist du schon öfter hier gewesen? Das ist bestimmt schon meine 20. Emmys. Ich bin schon, seitdem ich schreiben, gefühlt schon als kleines Kind im Kinderwagen hier gewesen. Und warum gerade die Emmys? Warum kein anderes Fest oder Dorffest an diesem Wochenende? Weil hier alles aus St. Louis, Stadt, Landkreis, aus dem kompletten Saarland zusammenkommt, man jeden kennt und immer gute Stimmung ist. Du sprichst die Stimmung an, morgen Abend kommen die Höhner, übermorgen kommt Christina Stürmer, da bist du wahrscheinlich auch mit dabei. Da bin ich auch dabei. Von heute Abend, was geht heute Abend noch hier auf der Emmys auf dem großen Markt? Gemütlich ein Trinken, ein paar Leute treffen und danach mal gucken. Alles klar, danke dir und viel Spaß. Danke. Und jetzt werde ich das Pass anschlagen. Und dann geht's rund. Achtung, wir sind gespannt. Schlag Nummer 1. Und 1. Pass. Aufdrehen. Und das Bier läuft. Super. Juni 2017, Donnerstagabend, die Emmys, das größte Volksfest im Südwesten Deutschlands, wurde gerade von dem St. Louis Oberbürgermeister Roland Henz eröffnet und wir von OrgaTV sind auf der Suche nach Emmys-Besuchern, die zum ersten Mal dabei sind, die schon alte Emmys-Hasen sind. Wir gehen auf die Suche und haben auch schon jemanden gefunden, nämlich Kia. Kia kommt aus St. Louis, hat sie uns erzählt. Kia, ist es deine erste Emmys oder bist du schon öfter hier gewesen? Ja, ich werde jetzt 22 Jahre alt und es ist meine 21. Emmys. Ich gehe nämlich schon, seit ich auf der Welt bin, jedes Jahr. Warum gehst du zur Emmys? Nur weil du aus St. Louis kommst oder gibt es noch einen anderen, ganz speziellen Grund für dich? Ja, das ist schon fast Tradition bei uns in der Familie. Ich treffe alle meine Verwandten, meine ganze Familie. Und wenn man natürlich in St. Louis zur Schule geht, freut man sich auch, wenn man wieder all seine Freunde und alle seine Kameraden wieder trifft. Wir haben jetzt knapp 19.30 Uhr. Der Platz, der große Markt, ist schon gut gefüllt. Wie schätzt du die Stimmung ein? Wie lange geht es heute Abend? Ja, wenn man sich, wie man sagt, nur immer kann, nach dem Wetterbericht orientiert, dann weiß man, da geht noch einiges. Desto wärmer, desto besser. Und donnerstags kann es immer
erstmal mal noch gemütlich sein, aber spätestens Freitag und Samstag zum Feuerwerk wird der Platz hier platzen. Gerade wenn man das Programm sieht, morgen Abend die Höhner, Samstagabend der österreichische Superstar Christina Stürmer, da bist du wahrscheinlich auch dabei. Natürlich, ein großer Höhner-Fan und es ist immer für super Unterhaltung gesorgt. Danke dir, viel Spaß. Danke, tschüss. Das sieht ja noch ordentlich ein Spaß aus, den man dort haben kann auf der MS. Und Christina Stürmer und die Höhner, hallo, hätte mich auch interessiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Jungs echt viel Spaß hatten. Ah, ich glaube, die haben abends auch noch so richtig einen drauf gemacht, glaubst du nicht? Ja, ich will es doch hoffen, ja, oder? Ich auch, ich auch. Hätten wir definitiv gemacht. Aber ich glaube, wir brauchen uns auch keine Sorgen zu machen. Was haben die gemacht? Ja, auf die Jungs ist doch Verlass. Aber bevor wir euch zeigen, wie es im zweiten Teil unseres MS-Events weitergeht, kommen wir jetzt erstmal zum Thema Stereotypen der Generation Z. Und zwar zeigen wir euch heute unseren dritten Typen. Und dieser ist der YouTuber. Für die meisten da draußen ist wahrscheinlich schon ganz klar, ja, Logo, ich weiß, was ein YouTuber ist. Aber für diejenigen, die gar nichts damit anfangen können und vielleicht mit unserer Generation Z auch gar nicht so vertraut sind, zeigt euch jetzt unser Freddy, was denn ein YouTuber eigentlich ist, was der so alles kann und was der eigentlich so den ganzen Tag macht. Das ist Frederik. Er übt einen Beruf aus, den es so noch gar nicht lange gibt. Frederik ist YouTuber. Doch was sind eigentlich YouTuber? Zunächst einmal ist YouTuber eine Videoplattform, auf der Benutzer Videos anschauen, kommentieren und selbst Videos für andere Zuschauer hochladen können. Durch die hohe Besucherzahl und Reichweite von YouTube haben viele Videoproduzenten, auch YouTuber genannt, das Potenzial erkannt, mit ihren Videos eine sehr hohe Anzahl Menschen zu erreichen. Was braucht man eigentlich, um YouTuber zu werden? Zunächst einmal das richtige Equipment. Das heißt, einen oder mehrere Computer und natürlich eine geeignete Kamera zum Filmen sowie die richtige Idee. YouTuber müssen sich entscheiden, über welche Themen sie berichten wollen. Die Idee ist das A und O. Wenn die Idee nämlich langweilig ist, kann auch die Qualität des Videos nichts mehr retten. Inspirationen bekommen YouTuber meist im Alltag. Wichtig ist hierbei, dass man jemanden nicht kopiert, sondern immer die eigene Persönlichkeit und Ideen mit einbringt. Denn nur mit eigenen Ideen wird man am Ende ein erfolgreicher YouTuber werden. Eine Frage, die sich YouTuber am Anfang immer stellen, ist: Wie verdiene ich Geld mit meinen Videos? Da gibt es viele Möglichkeiten. Frederik nutzt beispielsweise das sogenannte Product Placement. Das heißt, er stellt seinen Followern bestimmte Produkte vor. Für die Vorstellung der Produkte bekommt Frederik Geld von den Unternehmen, die Produkte herstellen. Denn immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben erkannt, dass mit der Hilfe von YouTubern vor allem viele junge Menschen erreicht werden und von ihren Produkten positiv beeinflusst werden können. Aus diesem Grund werden mittlerweile viele Videos durch Produktplatzierungen unterstützt und dafür müssen Unternehmen einen hohen Geldbetrag zahlen. Wichtig ist, dranbleiben. Denn nur mit kontinuierlichem neuen Content und dem Klicken von Videos anderer YouTuber wird die Fan-Community größer. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in die Welt der YouTuber bekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. So, unser Freddy als YouTuber. Gar nicht schlecht, echt gut. Damit kennt ihr jetzt drei unserer Stereotypen. Und zwar war das doch einmal der Hipster, der Gamer und der YouTuber. Und natürlich gibt es aber auch noch weitere Stereotypen, die wir für euch vorbereiten. Aber dazu kommen wir erst in den nächsten Wochen. Also seid gespannt und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil der MS vom vergangenen Wochenende. Die Jungs waren wieder auf Achse und haben so einige Feierwürdige getroffen. Been loving everything you are.
Wir sind immer noch auf der Emmes in Saarlouis und haben den nächsten jungen Besucher gefunden. Wir sind bei Peter, er ist 17 und auch natürlich an ihn die Frage, Peter, ist das deine erste Emmes? Nee, natürlich nicht. Dieses Jahr ist 50 Jahre Emmes und da wollen wir es mal richtig krachen lassen am Wochenende. Wir sind hier eigentlich jeden Tag mit Freunden und Kumpels unterwegs und feiern eigentlich bis tief in die Nacht rein. Ist das der Hauptgrund, warum du hierher gehst oder gibt es noch einen anderen ganz speziellen Grund? Ja, nee, also eigentlich wollen wir hier mit der ganzen Stadt und dem ganzen Kreis zusammen feiern und das ist eigentlich das größte Volksfest, was es eigentlich in Saarlouis oder im ganzen Kreis oder Umkreis überhaupt gibt und es macht eigentlich nur Spaß, hier am Wochenende mal Spaß zu haben und mal Platz vom Alltag zu bekommen. Und bist du nur heute da oder auch an den Tagen Freitag und Samstag, wenn die Höhner kommen, wenn Christina Stürmer kommt? Also Freitag und Samstag sind natürlich die Highlights hier auf der Bühne und ich freue mich eigentlich auch und werde auch jeden Tag hier abends dabei sein und mitfeiern. Alles klar, danke dir und viel Spaß. Danke, gerne. Bei unserem Rundgang über die Emmes haben wir auch Marc getroffen. Der Marc ist Mitglied im Saarländischen Landtag. Marc, du kommst aus Saarlouis. Was ist das Besondere an der Emmes? Das ist was ganz Besonderes heute. Heute haben wir die Emmes eröffnet. Roland Henz hat seine letzte Emmes eröffnet und wir feiern jetzt 3 Tage praktisch durch. Die Emmes ist was ganz Besonderes, weil man hier einfach das Lebensgefühl von Saarlouis erleben kann. Wir haben den großen Markt, den kleinen Markt, Deutsche Straße, Französische Straße und man lebt hier einfach Lebensgefühl Saarlouis, die Leute sind gut drauf, das Wetter ist prima und dieses Jahr feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich 50 Jahre Emmes und es gibt ganz besondere Events. Morgen kommen die Höhner, am Samstag Christina Stürmer auf der großen Bühne und eigentlich den großen Reiz machen die kleinen Bühnen aus, viele Bands, viele Gruppen hier aus der Gegend, aus der Umgebung von Saarlouis und wir erwarten auch dieses Jahr 100.000 Besucher und wir drücken die Daumen, dass das Wetter hält und da erleben wir ganz, ganz tolle Feiertage hier in Saarlouis. Du hast es gesagt, 100.000 Besucher, das größte Volksfest im Südwesten Deutschlands. Für dich als gebürtigen Saarlouier wird es wohl nicht die erste Emmes sein. Hat man das als Saarlouier im Blut? Also als Saarlouier gibt es, wenn man die Termine des Jahres einträgt, was ganz wichtig ist, nämlich sich die 3 Tage Emmes einzutragen. Das geht heute los, geht bis Samstag. Und ja, die Stände öffnen mittags schon, um die Mittagszeit. Das heißt, auch die Leute, die hier arbeiten in der Innenstadt, nutzen das dann, um die Mittagspause hier auf dem großen Markt zu verbringen, um was zu essen und was zu trinken und abends geht es genauso weiter und ja, es ist ein besonderer Tag und besondere Tage für uns in Saarlouis. Und diese ganz besondere Stimmung, diese ganz besonderen Tage in Saarlouis, bist du an allen 3 dabei oder brauchen wir irgendwann Pause? Nein, also die 3 Tage waren fest einmarkiert und wurden auch freigehalten, deswegen heute, morgen und am Samstag bin ich hier und natürlich der Samstag ganz besonders, um 23 Uhr gibt es das große Feuerwerk und darauf freuen sich alle Saarlouier sehr. Alles klar, danke dir und viel Spaß. Dankeschön. Und wünsche Ihnen alles, alles erdenklich Gute. Feiern Sie schön, haben Sie Spaß, bleiben Sie gesund. Und sehr, sehr nice. Schade, dass wir nicht dabei waren. Aber jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Z-Style. Und da gibt es noch mal was Leckeres für euch. Und zwar haben wir zu Beginn unserer Sendung schon angekündigt, dass wir heute gleich 2 Kochtutorials für euch vorbereitet haben. Denn heute dreht sich alles um den Blätterteig. Denn der ist so vielseitig und mit dem kann man so viele tolle Sachen machen. Und vor allem kann man ganz schnell den Blätterteig herrichten und zubereiten. Wir beginnen mit etwas Herzhaftem und was wir da Leckeres für euch gezaubert haben, das zeigen wir euch jetzt in unserem allerersten Teil des Blätterteigs Kochtutorials. Thank you.
Da hätte ich jetzt auch gerade wieder Lust drauf. Und ich finde, es schmeckt nicht nur, sondern es sieht ja auch gut aus, ne? Definitiv. Und es ist super leicht vorzubereiten und zuzubereiten. Also Leute, wenn ihr was braucht für eine Gartenparty, es eignet sich auf jeden Fall. Und ich denke, es kommt auch super gut, wenn du als Gastgeberin so kommst, ne? So ein Tablett, hier das Sekt, hier die kleinen Häppchen. Ja, es sieht einfach total schön aus. Oder? Ja, richtig gastfreundlich, richtig herzlich einfach. Ja. Es ist einfach mal was anderes als immer diese klassischen Sandwich-Häppchen oder diese kleinen Schälchen mit Chips und Flips. Also ich finde, es macht auf jeden Fall was her und es ist was Tolles auch fürs Auge. Und der Blätterteig kann noch mehr. Und zwar ist er auch super für süße Gerichte. Und wir haben auch was Süßes für euch vorbereitet. Und das zeigen wir euch jetzt im zweiten Blätterteig-Video. Viel Spaß damit! Wow, ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, wie toll und wunderschön diese Blätterteigröschen geworden sind. Also definitiv nicht nur was für unseren Mund, sondern auch fürs Auge. Und zwar, wenn das nicht mal eine perfekte Süßspeise ist und das einen nicht den Abend versaut, wollte ich schon sagen, ups. Wenn das einen nicht den Abend versüßt, na dann weiß ich es auch nicht. Also echt total lecker. Ich würde sagen, damit kann die nächste Gartenparty auf jeden Fall kommen. Ihr wisst ja jetzt, was ihr zu tun habt und welche leckeren Blätterteigteilchen ihr so zaubern könnt. Ob süß oder herzhaft, ich denke, das ist noch am Lachen. Ob süß oder herzhaft, das ist ganz egal. Und wer am Wochenende keine Lust hat auf Gartenpartys oder auf Kochen oder vielleicht auch gar nicht kochen kann, weiß ich ja nicht. Für den hat der coole Jo jetzt die Event-Tipps in einem kurzen Video zusammengefasst. Viel Spaß! Hallo, ich bin euer Jo und herzlich willkommen aus der Orga-TV-Zentrale zu unseren zufällig ausgesuchten Veranstaltungstipps im Zeitraum vom Mittwoch, den 7. bis Dienstag, den 13. Juni. Auch diese Woche gibt es eine ganze Reihe an Konzerten. Wir fangen an am Mittwoch, den 7. Juni. Innerhalb der Konzertreihe für die Freunde und Förderer der HFM Saar gibt es einen hochkarätigen Kammermusikabend in der Hochschule für Musik Saar. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 6 Euro. Los geht's um 19 Uhr. Am Donnerstag, den 8. Juni, steigt ab 19 Uhr die Afterwork-Party
von SA1 im Number One. Eintritt ist frei, Cocktails kosten 5 Euro. Im kleinen Club in Saarbrücken spielt das Berliner Rockduo Milliarden die Betrügertour 2017. Einlass ab 19 Uhr, Beginn eine halbe Stunde später. Tickets gibt's auf Eventim für 17,95 Euro. Am Freitag, den 9. Juni, beginnt das Saarfest 2017. Sommer, Saar und Freizeit. Unter diesem Motto lädt Völklingen zum 15. Saarfest an die Saarpromenade und Schiffsanlegestelle ein. 3 Tage Volksfest mit Live-Musik. Im kleinen Club in der Garage kommt die Hardcore-Band aus Long Island, New York, Stray from the Path. Für 17,20 Euro geht's los, um 20 Uhr Einlass, eine Stunde früher. Auch Live-Musik zur gleichen Zeit, die Band Bird Berlin kommt ins Synop in die Mainzer Straße. Bird Berlin ist eine One-Man-Glitzer-Show. Zu den Beats seines iPods singt und tanzt diese optische Täuschung soft bekleidet und leichtfüßig wie eine Elfe. Ja, im Seven ist der Mädelsabend. Los geht's um 23 Uhr, alles kostet für das schöne Geschlecht nur die Hälfte. Am Samstag, den 10. Juni, beginnt die Weinzeit am Saarbrücker Staden. Über das Wochenende eröffnet am Staden wieder eine Weinstraße, bei der man regionale und überregionale Winzer und ihre Weine kennenlernen kann. Weitere Infos auf www.weinzeit-saar.de. Gefeiert werden kann dieses Wochenende auf den Gloria Stages ab 10, im Soho ab 11, im Mauerpfeifer mit DJ Sensu ab Mitternacht. Auch da Ryan Leroy und Enzo im Blau. Am Sonntag, den 11. Juni, gibt's Musik mit Marcus Rill and the Troublemakers am Schloss ab 18 Uhr. Später kommt Ghost Bath und King Apathy in die Garage, kostet wieder um die 18 Euro, los geht's um 20 Uhr. Auch Live-Musik in Wally's Irish Pub, die Happy Hour mit Tom North ab 21 Uhr. Montag fällt flach, aber am Dienstag, den 13. Juni, ist Kinotag und der neue Die Mumie mit Tom Cruise kann um 17.30 Uhr oder 20.15 Uhr in 3D für 10 Euro im Sinister gesehen werden. Zwischen 17 und 20 Uhr ist in der Aula der Universität des Saarlandes die Diskussionsrunde Humboldt Reloaded von der Villa Lessing. Humboldt Reloaded ist die Idee, das Alte neu zu denken. Die Hochschule soll nicht neu erfunden werden, sondern es sollen neue Ideen und Innovationen aus dem formgebenden Alten herausgedacht und entwickelt werden. Es sollen also Fragen diskutiert werden, die die bestehenden universitären und hochschulpolitischen Problemkomplexe aufgreifen und durch explizite hochschulpolitische Forderungen Lösungsansätze aufzeigen. Die Veranstaltung empfehlen wir sehr. Noch ein bisschen Live-Musik in der Garage spielt Suicidal Tendencies, die nunmehr seit 35 Jahren aktive Punkband. Tickets gibt's auf morecore.de für um die 30 Euro, Beginn um 20 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Ja, das war's auch schon wieder mit eurem Jo aus der Orga-TV-Zentrale. Wenn du deine Events hier vorgestellt haben willst, schick mir eine Mail an orgatv@orga.uni-sb.de. Jetzt geht's zurück ins Studio. Ich wünsche euch eine schöne Woche und feiert gut. So viel zu den Event-Tipps. Vielen Dank, Jo. Und ich würde sagen, da waren mal wieder einige gute Tipps dabei, ne? Also ja. Tippitoppi, vielen Dank, ne? Vor allem das Weinfest, das hat mir jetzt ganz gut gefallen. So ein Weinchen am Staden. Wäre jetzt nicht schlecht, ne? Wird schon ganz gut kommen. Und damit ihr auch wisst, wie das Wetter am Wochenende aussehen wird, weil ihr eventuell eure Pläne davon nämlich abhängig macht, schalten wir doch direkt zu unserer lieben Katharina, die Wetterfee. Hallo ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der neuesten Folge Orca TV angelangt. Das heißt, es gibt direkt das Wetter für die nächste Woche von mir. Morgen, Donnerstag, dem 8. Juni, starten wir in die neue Orga-Woche mit wunderschönem Sonnenschein und strahlendblauem Himmel bei angenehm warmen 25 Grad. Es ist also zwischen den Vorlesungen mal wieder Schwimmbad angesagt. Das solltet ihr auch unbedingt genießen, denn Freitag, dem 9.6. ist vielerorts mit Regen zu rechnen und die Sonne will sich so gar nicht blicken lassen. Deshalb ist es auch recht frisch bei 22 Grad. Samstag, dem 10.6. werden wir dann wenigstens vom Regen verschont, aber leider bleibt eine dicke Wolkendecke am Himmel. Allerdings wird es schwül warm bei 27 Grad. Sonntag ist dann aber endlich wieder Sonne zu sehen und die Wolken haben sich weitestgehend verzogen. Bei 29 Grad könnt ihr euch dann einen schönen Tag am See beim Eisessen oder im Schwimmbad mit Freunden machen. Montag sind dann wieder einige Regenschauer bei 24 Grad angesagt. Also steckt euch auf dem Weg zur Uni unbedingt einen Regenschirm ein. Dienstag wird es dann wieder etwas freundlicher bei ebenfalls 24 Grad. Ich freue mich drauf, euch nächste Woche wieder mit den neuesten Wetternews zu versorgen, wenn es heißt, es ist 18.18 Uhr mit Orga TV. Oh je, das sieht ja ziemlich wechselhaft aus. Aber man muss auch sagen, es ist ja erst Sommeranfang und wir werden bestimmt noch ein paar feuchtfröhliche und heiße Sommertage wie auch hoffentlich Sommernächte haben. Ich hoffe es auch, denn dieser Sommer muss definitiv besser werden als der letzte Sommer, weil der war ja wirklich echt... Jo, der ist ins Wasser gefallen, ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen, ne? Und wie ihr wahrscheinlich jetzt auch schon bemerkt habt, wir sind mal wieder am Ende unserer Sendung angelangt
Und dazu möchte ich aber ganz kurz mal erwähnen, Leute, von heute. Wir haben heute unsere 7. Sendung gehabt und das heißt, es ist Halbzeit, Leute. Halbzeit, Baby! Also, die Hälfte unserer Sendung ist leider schon passé, würde ich jetzt mal so sagen. Und es ist doch echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit doch eigentlich vergeht. Wir hoffen natürlich, es gefällt euch immer noch und ihr schaltet wie immer jeden Mittwoch pünktlich um 18.18 Uhr bei uns ein, wenn es heißt Schwarz und Blau, OrgaTV. Genau, und nächste Woche zeigen wir euch unter anderem unseren 4. Stereotypen der Generation Z und in der Kategorie Z-Style zeigen wir euch nächste Woche mal wieder ein Beauty-Tutorial. Und wir haben nächste Woche, ich bin schon ganz aufgeregt, einen Special Guest hier in der Sendung und ich freue mich schon total. Ich verrate noch nicht so viel, aber an euch Mädels, schaltet auf jeden Fall ein. Das wird so eine richtige Girly-Sendung, würde ich mal sagen. Von Anfang bis Ende. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin einen schönen Abend und vor allen Dingen ein super Wochenende an euch. Tschüsschen mit Küsschen. Mua. Ciao, ciao.